Heute fertigen wir uns dieses mit 24 Strassperlen verzierte Armband an. Die einzelnen Perlen sind auf Bänder in Wildlederoptik gezogen. Die Bänder sind in zwei großen Verschlusskappen befestigt, welche durch einen Edelstahlverschluss miteinander verbunden sind. Und an einer Verschlusskappe ist noch unser Logo-Anhänger befestigt. Die einzelnen Perlen haben verschiedene Farben. Wir haben hier unsere transparenten Perlen. Wir haben Perlen mit einem Aurora Boreale Finishing, Hämatitperlen, helltürkisfarbene und dunkeltürkisfarbene Perlen. Im ersten Arbeitsschritt nehmt ihr euch einen kleinen Bindering bzw. Spaltring. Diesen könnt ihr ganz einfach mit einem Fingernagel öffnen. Anschließend schiebt ihr den Logo-Anhänger auf den Spaltring, den Edelstahlverschluss und zuletzt die Verschlusskappe. Das Ganze lässt sich dann mit einer Zange sehr einfach aufziehen, sodass ihr eine Verschlusskappe mit dem Karabinerverschluss, dem Logo-Anhänger versehen habt und die andere Verschlusskappe lasst ihr einfach so, wie sie ist. Der Verschluss lässt sich dann am Ende öffnen und schließen, indem ihr einfach den Edelstahlverschluss mit der anderen Verschlusskappe befestigt. Im nächsten Arbeitsschritt schneidet ihr euch aus dem Band in Wildlederoptik 8 gleich lange Stücke. Die Länge der Bänder sollte ungefähr des Umfangs eurer Handgelenke entsprechen, plus 2 bis 3 cm. Zur besseren Verarbeitung empfehle ich, dass ihr die Bandenden ganz leicht anschmort. Einmal. Ich zeige euch jetzt die Vorgehensweise mal anhand dieser beiden Bänder. Ihr könnt die Strassperlen jetzt einfach hintereinander auf die Bänder aufziehen. Das geht sehr, sehr einfach. Auf das erste Band zieht ihr 3 Perlen auf, welche ihr dann gleichmäßig auf dem Band ausrichtet. So. Dann nehmt ihr das nächste Band, auf welches ihr nun 2 Perlen aufzieht. Nummer 1. Nummer 2. In welcher Reihenfolge ihr die Perlen auf die Bänder zieht, ist eigentlich ganz egal. Ich empfehle, dass ihr immer eine gleichmäßige Reihenfolge zwischen den Farben bzw. Effekten wählt. Nachdem ihr die beiden Perlen aufgezogen habt, richtet ihr diese auch gleichmäßig auf dem Band aus und geht so bei allen 8 Bändern vor. Danach nehmt ihr euch die Bandenden und verklebt diese in den Verschlusskappen. Hierzu empfehle ich unseren Hasolit Vielzweckklebstoff. Ihr könnt aber letztendlich jeden anderen Klebstoff verwenden. Wenn ihr alle 8 Bänder verklebt habt, lasst ihr dieses ca. 24 Stunden trocknen und im Endeffekt ist euer Armband dann auch schon fertig.